So, heute betrachten wir diesen Energiesparfernseher, der aus einem alten LCD-Monitor besteht. Das ist der hier. Und dem Satellitenreceiver. Und diesem kleinen Kästchen, das das Videosignal in das Monitorsignal umwandelt. Und das Besondere, was Energiespart an diesem Gerät, sehen wir, wenn wir uns die Rückseite anschauen. Da ist nämlich das Gehäuse aufgeschnitten. Da haben wir hinten ein Loch und die Bildschirmhintergrundbeleuchtung ist entfernt, sodass wir keinen Strom mehr für die Bildschirmhintergrundbeleuchtung brauchen, sondern das Licht kommt hier einfach durchs Fenster, scheint durch die Rückwand durch den transparenten Schirm nach vorne und auf diese Art und Weise sparen wir die Hälfte des Stromverbrauchs. Jetzt schalten wir das Gerät mal ein. Dann sehen wir, wie hier erst die Angaben von diesem Adapterkästchen kommen. Dauert eine Zeit lang. Und dann haben wir hier das Fernsehbild. Mit einem Stromverbrauch von vielleicht 7 oder 8 Watt anstatt der üblichen 25. Dann können wir auch beim Lautsprecher noch Strom sparen. Den haben wir hier. Der besteht aus einem trompetenförmigen alten Lampenschirm, ein Stück Abflussrohr und vorne drauf montiert ist eine alte Hörkapsel aus dem Telefonhörer. Die hat einen Innenwiderstand von 400 Ohm, anders als die üblichen Lautsprecher mit 8 Ohm. Und diese hochohmige Kapsel kann ich direkt am Receiver an den Audioausgang anschließen und ich brauche keinen weiteren Audioverstärker und das spart auch wieder Strom. Und durch den trompetenförmigen Ausgang kann ich mit dieser sehr geringen Audioleistung trotzdem noch brauchbare Lautstärke erzielen, ähnlich wie das früher beim klassischen Kabel.